Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. In dieser Folge baue ich Fralassing komplett um. Ich werde Straßenbahnen auf die Strecke schicken, ich werde auch meine Buslinie neu machen und die Verbindung nach Seydorf-Soheim wird auch erneuert. Und ich denke, das Ergebnis ist soweit in Ordnung. Würde mich freuen, wenn ihr das sehen wollt. Bis gleich! Wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich mich jetzt nochmal konkret um Fralassing kümmern. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Ihr seht schon, wir haben hier zum einen riesen Staus, also obwohl hier kaum Autos kommen, haben wir hier sonst was für einen Stau. Das muss man natürlich alles irgendwie loswerden. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir hier den Verkehr besser in den Griff bekommen. Und dazu werde ich jetzt ganz stumpf einfach, alles hier in dem Bereich neu machen. Ich werde mal ganz kurz auf Pause machen. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich hier eine Straßenbahn fahren lassen möchte und das halt auch direkt mit Seydorf-Soheim. Sprich, wir kümmern uns jetzt wirklich nur um Fralassing und Soheim, machen Straßenbahnen und halt entsprechend, ja, Buslinien halt, ne? So, als erstes werde ich erstmal die Fahrzeuge, die wir hier haben, ich werde das erstmal alles nochmal verkaufen. Und die Linien auch entsprechend auflösen, sodass wir hier wirklich, ich sag mal, ohne Probleme bauen können erstmal. Und wie gesagt, halt auch die Linien möchte ich halt auch alle entfernen. Weil sonst wird mir das zu sehr durcheinander, sage ich mal. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden halt, ne? So, jetzt haben wir hier keine Linie mehr. Sehr schön, keine Fahrzeuge mehr. Ich werde das Spiel gleich weiterlaufen lassen. Ich möchte nur vorher diese Haltestelle komplett neu bauen. Und ja, dann, wie gesagt, dann lasse ich das Spiel weiterlaufen. Da kümmern wir uns um den Rest halt, ne? So, verkehrstechnisch wäre es generell besser, wenn wir zum einen richtige Straßenanschlüsse nach links und rechts hätten, sage ich mal. Und natürlich brauchen wir auch genügend Kapazität für Passagiere an der Haltestelle. Das sollte natürlich auch klar sein. Schauen wir gleich mal, wenn wir das konfigurieren, ob ich hier nach unten... Ja, so habe ich mir das gedacht. Genau, jetzt verschwinden natürlich noch mal ein paar Häuser. Aber die sollen sie dann halt einfach neu bauen, ne? Wir können ja nicht auf alles und jeden Rücksicht nehmen. So, und jetzt können wir hier daher gehen. Ne, ich würde es dann doch eher hier am unteren Bereich machen. So sieht das relativ, ja, ich sag mal, gleich aus, ne? Passt soweit, sieht ganz vernünftig aus. Nun können wir die Zeit weiterlaufen lassen. Jetzt wird sich hier natürlich ein Riesenstau entwickeln, weil wir ja gar keinen Personentransport mehr zwischen Soheim und Fralassing haben. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. Ich werde jetzt noch ganz stumpf alle Haltestellen erstmal nochmal entfernen. Einfach damit es übersichtlicher ist. So, und jetzt fangen wir im Prinzip nochmal komplett neu an. Wie gesagt, ich möchte mehr oder weniger... innerhalb der Stadt eine Linie haben für Straßenbahn. Und da können wir uns auch nochmal anschauen, die Sache mit den Emissionen. Denn die sind jetzt natürlich relativ, relativ gering. Okay, das hat das Spiel noch nicht ganz gemerkt, dass da nichts mehr fährt. Machen wir mal noch schneller. Okay, es dauert relativ lange, bis die Emissionen verschwinden. Aber ihr seht, es wird langsam weniger. Und dünnt quasi aus. Wenn man näher rangeht, sieht man das auch, wie es hier so zurückzieht. Sprich, wenn ich mit den neuen Linien fertig bin, werden natürlich die Emissionen relativ hoch sein. Aber das muss man dann halt hier in Kauf nehmen, ne? Zumal natürlich hier auch Emissionen durch den Straßenverkehr sind, das ist klar, ne? Und wenn wir den minimieren, ihr seht das schon schön, was wir hier für einen Stau haben. Und wie gesagt, den möchte ich eigentlich, ja, ich sag mal... ja, auf, also so sehr reduzieren werden wir nicht können, aber so gut es halt geht, ne? So, dann bauen wir erstmal die Straßen. Wir bauen sie gleich mit Tramgleisen und wir bauen gleich eine Busspur. Und die ganze Sache machen wir hier auch breit. Ganz klar. So halten, so hält der Stau, sage ich mal, unsere Fahrzeuge zumindest nicht auf. Und das ziehen wir jetzt hier mal wirklich komplett außen rum. So, jetzt ganz kurz schauen. Ja, so sehr in die Ecke brauchen wir da, glaube ich, gar nicht gehen. So, und dann gehen wir damit einfach hier wieder runter. Und gehen jetzt natürlich noch gleich rüber, Seydorf-Soheim, ne?
So, hier haben wir jetzt natürlich noch eine Haltestelle. Wir werden das nicht erweitern können. Kein Problem, reißen wir weg. Werden wir jetzt auch nicht mehr... Ich sag mal, werden wir auch nicht mehr... Also die Haltestelle platzieren wir nicht mehr mitten in der Stadt. Wie gesagt, Emissionen, ne? Das werden wir hier am Stadtrand machen. Hier werde ich das, wie gesagt, hier lasse ich das natürlich mittendrin. Aber hier werde ich es am Stadtrand machen. Vielleicht haben wir dann halt auch mal nochmal so einen kleinen, ja, ich sag mal so einen kleinen Vergleich halt, ne? So, es ist natürlich hier relativ viel Verkehr. Oder platzieren wir es doch in der Stadt? Ne, machen wir nicht. Wir platzieren das nicht in der Stadt. Dann können wir hier natürlich, dann habe ich das jetzt ein bisschen weit gebaut. Tramgleis, nein. Busspur lassen wir. Okay, jetzt sind wir zumindest bis dorthin. Und dann bauen wir hier die neue Haltestelle her. Wobei das jetzt hier, glaube ich, wieder schlecht ist. Denn dann haben wir ja quasi eine Viererkreuzung. Weil das ist sogar eine, die relativ stark befahren ist. Dann werden wir das so nicht machen. Dann werden wir das wirklich hier platzieren, hier am Rand. So, ich werde das auch mal ein bisschen weiter weg von der Hauptstraße platzieren. Oh, schaut an, jetzt haben wir da natürlich ungünstig. Dann werden wir das auch umbauen. Da bin ich jetzt stumpf, wirklich, da bin ich jetzt stumpf. Okay, ziehen wir das so hierher. So, können wir jetzt, wenn wir das konfigurieren, auf der Seite noch einen Straßenanschluss machen? Ja, perfekt. Ist jetzt zwar nicht ganz gerade, aber Moment, können wir auch ganz gerade machen, ist kein Problem. Ziehen wir die Straße einfach genau wieder hier so drauf. Allerdings ohne Busspur. So, jetzt können wir den Straßenanschluss, vermute ich, gerade bauen. Jetzt können wir ihn gar nicht mehr bauen, ne? Das ist natürlich super. So, wenn ich jetzt wieder auf Konfigurieren gehe, wird wieder schräg, ne? Nee, jetzt gibt's... Na, kriegst ja zu viel. Ja, ist mir jetzt... Ich glaube, das liegt daran, weil wir hier diesen Übergang haben. Moment, noch mal ganz kurz Pause. Ich baue hier die Straßen. So, versuchen wir es jetzt nochmal. Oh, ich sehe gerade, das ist die... Na. Okay, Moment. So, jetzt richten wir das schön an der Straße, an den Straßen so aus. Platzieren das... Mittig, sage ich mal. Na, gehen wir noch einen rum. Ja, dann haben wir es nach der unteren Straße ausgerichtet, ne? So, und schon passt uns das sehr gut, sehr schön. So, dann können wir da oben gleich noch eins nach dem anderen. Soll ja alles ordentlich aussehen, ne? So, dann gehen wir jetzt hier daher und können hier das Tramgleis entfernen. Da brauchen wir kein Tramgleis. Jetzt schauen wir, dass wir die Straßen verbreitern können mit einer Busspur. Beziehungsweise müssen wir erstmal einmal hier noch bauen. So. Und jetzt schauen wir, wie gesagt, das können wir natürlich nicht verbreitern, ist nicht weiter schlimm. So, und jetzt machen wir das dann hier so, dass wir hier auch Busse in einem Kreis fahren lassen können. Machen wir das bis ganz runter? Ist eigentlich nicht notwendig, ne? Ja, aber wir sollten vielleicht doch so rumgehen. Ja, so machen wir das. Wie gesagt, solche Umbaumaßnahmen kosten natürlich richtig viel Kohle. Aber ich finde halt, dass es am Ende natürlich auch entsprechend besser aussieht, ne? So.
Okay, dann können wir hier die Busspur, könnten wir. Oh, die ganzen Kreuzungen, das liebe ich ja immer total, ne? Wenn da so ein Haufen Kreuzungen sind. Jetzt würde ich natürlich feiern, wenn dann das Spiel einfach. Oh Gott, jetzt baue ich hier die Busspur überall hin. So, dann entfernen wir hier die Busspur. Und hier nehmen wir sie auch nochmal weg. Okay, dann haben wir hier jetzt auch quasi, sage ich mal, unseren Kreisverkehr für die Busse. Ja, ich sage jetzt mal Kreisverkehr dazu. Das ist ja kein wirklicher Kreisverkehr. So, können wir weiterlaufen lassen. Dann kümmern wir uns jetzt darum, wir können ja ruhig hier anfangen. Ach nee, führt so darum. Dann können wir jetzt hier eine Buslinie vergeben. Beziehungsweise können wir uns zuerst um die Straßenbahnlinien kümmern. Moment, da haben wir keine Straßenbahnlinie. Wir konfigurieren das mal ganz kurz und machen das hier gleichmäßig so. Und jetzt müssen wir mal schauen. Busspur, ja gut, brauchen wir eigentlich nicht, ne? So, okay, dann haben wir das auch dort. Hier haben wir es noch nicht. Hier entferne ich auch erstmal die Busspur nach dort oben. Nein, nein. So. Jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen einmal ein Tramgleis hier rein. Ja. Dann verbessern wir das doch entsprechend. Klar, ne? Okay, hier brauchen wir natürlich keine Busspuren. Da fahren sowieso nur unsere Fahrzeuge. Verbessern. Elektrisch. So. Okay. Ja, super. Jetzt ist das natürlich auch mit Tramgleis, ne? So, da war noch eine kleine Ecke Busspur. Aber gut, brauchen wir es nicht hochmachen. Ich werde da wahrscheinlich sowieso wieder einen Bus lang fahren lassen, ne? So, dann haben wir jetzt hier die Strecke soweit. Jetzt müssen wir hier natürlich noch ein paar Stationen platzieren, dass die Straßenbahn halt auch anhalten kann, sage ich mal, ne? So, ich werde das jetzt nicht mehr ganz so eng machen. Schon gut verteilen, sage ich mal, aber wie gesagt, nicht mehr ganz so eng. So, hier nochmal her und dann können wir. Ja, machen wir hier nochmal. So, dann fangen wir wieder von hier an. Ja, so würde ich das lassen, sage ich mal, ne? So, dann haben wir da jetzt soweit die Straßenbahnstrecke. Und das erweitern wir dann aber immer noch nochmal zusätzlich mit Bussen. Um halt wirklich maximal, ich sag mal, Kapazität zu haben und wirklich möglichst viele Leute transportieren zu können. Ihr seht, der Stau wird immer länger. So, was wir natürlich jetzt noch brauchen, ist natürlich noch mal ein Fahrzeugdepot. Für Busse haben wir ja hier eins, aber für die Straßenbahn, da brauchen wir hier natürlich noch was. Das ist klar. Straßenbahndepot haben wir hier. So, okay, sehr schön, haben wir. Dann vergebe ich jetzt schon mal die Straßenbahnlinien und lasse dort. Na, okay, wir können die ja schon nehmen, passt ja. So, wir haben einmal von Saaldorf-Suhheim hier nach Freilassing, jetzt hätte ich fast Hauptstadt gesagt. Und das benennen wir auch gleich um. Straßenbahn. Freilassing. Nein. Saaldorf-Suhheim. Gott, schreibt man das noch so? Saaldorf-Suhheim. Straßenbahn. Oh, es kann sein, dass es jetzt noch gar keine. Doch. Okay, soweit war das schon richtig.
Dann lasse ich jetzt mal den Strich weg. Okay, dann haben wir die erste Linie. Das passt soweit. Die ist natürlich jetzt relativ kurz, sage ich jetzt mal. Ne? Aber soll es nicht weiter stören. Dann... Linie 2. Haltestelle hinzufügen. Das wird jetzt die, die eigentlich in Freilassing hin und her fährt. So, und wir sehen schon, das wird nicht verbunden. Ja, das sind gar nicht viele, ne? So. Okay. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich das plane. Dass wir so möglichst viele Leute wirklich hierher zum Bahnhof bringen können. Jetzt müssen wir uns nur mal anschauen, warum das Spiel das nicht möchte. Ach, kann das sein, dass ich hier noch gar keine... Doch, habe ich. Eine Fehlermeldung kommt auch keine. Benennen wir es mal um. So, Freilassing 1. Wir haben überall eine Busspur, wir haben überall das Tramgleis. Was ist das? Ja, das sieht lustig aus, ne? Steht das Haus da halt auf der Straße, ne? Kann man machen, muss man nicht machen. Okay, an sich müsste es funktionieren. Schauen wir es uns nochmal an. Ja, war wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler. Kein Problem. So, dann eine weitere Linie. Auch jetzt wird es nicht angezeigt, ne? In die entgegengesetzte Richtung. So, das ist dann Freilassing 2. Und dann würde ich sagen, dass wir hier schon die Straßenbahn fahren lassen können. Ich würde es jetzt erstmal so machen, dass wir auf der Strecke nur 2 Straßenbahnen fahren lassen. Und innerhalb von Freilassing machen wir halt 5 in jede Richtung. Und hoffen halt einfach, dass das so okay ist. Jetzt sind die Emissionen auch soweit zurückgegangen. Wir sind bei plus 190%. Und dann schauen wir uns mal an, wenn sich das halt etabliert hat, wie sich das dann verbessert. So, die beiden sind gleich gut. Emissionen sind bei der aber höher. Und die Ladegeschwindigkeit ist niedriger. Warum soll ich die nehmen, wenn die schlechter ist? Ach, die fährt ein bisschen schneller. Ja, bei vielen Haltestellen brauchen wir das nicht, ne? So, 2 Stück. Das wird jetzt, Freilassing seid auf Suheim. Wichtiger Hinweis. Kann ich gefunden werden, elektrifizierte Gleise fehlen. Okay, gucken wir uns an. Also wir haben hier Gleise, aber keine elektrifizierten Gleise. Ja, das ist ungünstig, ne? Können wir das hier rüber konfigurieren? Nein, müssen wir von außen machen. Busspur brauchen wir nicht, spielt dort keine Rolle. Tramgleis elektrisch, verbessern. Okay, jetzt habe ich es. Ja, jetzt müsste es passen. So, zumindest haben wir keine rote Meldung. Eine Straßenbahn fährt. Die andere möchte nicht. Ich hab's. Moment. Nein, es ist nur eine. Schauen wir uns die Linien an. Linie passt soweit. Ach, die ist drin geblieben, ja. Super. Ach, die ist gar nicht zugewiesen worden dadurch. Die wollte dann quasi zu einer anderen Haltestelle und wurde halt nicht zugewiesen, ne? Okay, jetzt müsste das soweit. Genau, sie fährt los. Passt. Sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt hier 5 Straßenbahnen in Freilassing. Ich hoffe, das ist nicht zu viel, ne? Aber das werden wir dann schon sehen. Ich denke nicht, dass das zu viel ist. So, Freilassing 1. Eigentlich kann man natürlich auch gleich, hätte ich auch gleich alle 10 kaufen können, ne? Ja, Mai. Und Freilassing 2. So, das ging auch ohne Fehlermeldung. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Wir können uns jetzt aber dann hier in Saardorf-Soheim um eine Buslinie kümmern. Denn hier haben wir jetzt natürlich das Problem, dass wir erstmal wahnsinnigen Stau haben. Ne? Das haben wir ja schon länger. So, hier fehlt noch was bei der Straße. Moment.
Busspur ja, nein. Der Rest passt. Sehr schön. Okay. So, dann platzieren wir jetzt auch hier wieder Haltestellen. Ich sage jetzt mal auch wieder nicht zu viele. Ne? Ich möchte es nicht mehr so eng machen. Also wie gesagt, solche Straßen sieht man voll auf dem Senke. Ne? So, dann hier nochmal her. Hier können wir es ja schön mittig machen. Bietet sich zumindest an. Und dann machen wir hier nochmal und ist das da zu eng, ja? Wollte ich gerade sagen, es kann ja nicht zu eng sein, ne? So, okay. Das sollte es dann für hier reichen. Und dann vergeben wir hier natürlich zwei Linien. So, jetzt seht ihr schon, warum ich das so gebaut habe, ne? Das ist natürlich Absicht gewesen. Und noch eine weitere Linie. Jetzt habe ich es umbenennen wieder vergessen. Kein Problem. So, okay. Dann ein Bus. Saadorf-Soheim. Eins. Und das wird dann zwei entsprechend. Fertig. Und hier würde ich jetzt sagen, kann ich das natürlich auch wieder überhaupt nicht einschätzen, ne? Nein, Busse können wir da nicht kaufen. So, hier würde ich jetzt erstmal je zwei Busse. Jetzt sehe ich gerade, habe ich den falschen Spielstand geladen? Der Bus hier. Nein, habe ich nicht, passt. Okay, wir haben im Prinzip die Möglichkeit, ja gut, das sind innerstädtische Busse, die 100 km/h bringen uns also nicht, keinen Vorteil. Wir sollten wirklich auf Ladegeschwindigkeit, Emissionen und Kapazität schauen. Und Emission ist ja schlechter und der hat aber eine höhere Ladegeschwindigkeit und mehr Kapazität. Wir werden also den nehmen. Und wie gesagt, kaufen wir je zwei pro Linie. So, Moment, das sah doch so heim, wir müssen weiter nach unten. 1 und Saadorf-Soheim 2. Okay, sehr gut. Jetzt können wir uns hier. Jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr sicher, ob das wirklich notwendig ist. Aber ich werde es. Ich werde es mal ganz stumpf machen. Ah, neuer Bus, sehr schön. Ich werde es mal ganz stumpf machen. Und zwar, Ziel sollte es jetzt sein, dass ich einfach noch mal eine Buslinie, ich sag mal, so lang baue und einmal noch mal hier hoch. Also so wie es jetzt, ich sag mal, ja, wie ich es jetzt hier halt weggemacht habe. Nur, dass wir halt noch mal wirklich noch mal eine Verbindung hier zu der Haupthaltestelle haben. Sage ich jetzt mal, ne? Und dann sollte das soweit, hoffe ich mal, ganz gut funktionieren. Okay, müssen wir natürlich erstmal wieder Haltestellen platzieren, ist klar. So, das sind jetzt Busse, würde ich wieder ein bisschen einen kleineren Abstand wählen. Moment, hier brauchen wir natürlich nur in eine Richtung die Haltestelle. So, kann man das irgendwie machen, dass der Bus... Ja, müssen wir uns dann anschauen. So... Gehen wir hier lang oder oben lang? Wir gehen hier lang. So würde ich das machen. Das können wir jetzt natürlich als eine Buslinie machen, damit es nicht zu kompliziert wird, sage ich mal. Und dann machen wir hier nochmal. Die lief ja, die lief ja relativ gut, ne? Nur, dass wir die ein bisschen weiter rausnehmen und ich sag mal bis hierher gehen. Obwohl, dann hätten wir hier relativ kurze Verbindungen, ne? Ja, platzieren wir es dort. So, macht das Sinn, hier noch nach unten zu gehen? Nein, das macht keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn und das machen wir auch nicht. So, da vergeben wir da noch jeweils eine Linie. Ich fange ja immer gern mittig an, ne?
So habe ich mir das vorgestellt. Das ist jetzt Bus Freilassing 1. Freilassing. So, Freilassing 1. Und eine weitere Linie. Dies ist natürlich deutlich kürzer. Also jetzt erklären wir mal eine, warum die Busse jeweils einmal hier unten lang fahren. Ne? Aber okay. Also haben wir auf jeden Fall jetzt hier das mit dem Verkehrsaufkommen nicht mehr ganz so schlimm, sage ich mal. Ne? So, Bus Freilassing 2. Ja, ich hätte es wieder kopieren können. Okay, auch das vergeben wir jetzt, schicken wir jetzt Busse hin. Ja, jetzt haben wir hier natürlich relativ Stau, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen verteilen alles, ne? Aber zum Beispiel hier, via Bahnhofstraße, ne, da haben wir schon Leute drin sitzen, die warten, ne? So, dann jetzt auch dort. Ich würde sagen, dass wir auf der Strecke, würde ich ruhig mal sagen, wir machen erstmal je zwei und dann schauen wir uns an, wie es sich entwickelt, ne? Wir wollen es hier nicht übertreiben. So, wie gut ist der? Ja, das ist natürlich vom Unterhalt deutlich günstiger, ne? Aber wir bleiben mal bei den großen Bussen. So, jeweils zwei Busse wieder. Okay. Passt. Jetzt können wir die Spielgeschwindigkeit natürlich ein bisschen erhöhen. Auch das hier, ja, ich sag mal, was passiert. Ich werde es deutlich erhöhen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich echt massiv Stau, ne? Ja, das ist halt der Vorteil der Buslinien. Ja, unsere Straßenbahnen und Busse können dann außerhalb des Staus fahren, ohne dass sie drin stehen müssen. Was natürlich deutlich besser ist. Ne? Hier habe ich jetzt keine Buslinie gemacht, da ist kaum Verkehr. Der Verkehr ist halt echt auf dieser Längsachse und hier in dem Bereich. Ne? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Ja, hier haben wir natürlich immer relativ lange Wartezeiten, ne? Nur damit er dann hier wieder warten kann. Ah! Ja, hier wäre es jetzt eigentlich sogar besser, wenn wir hier gar keinen Anschluss hätten, ne? Wenn man das wirklich komplett hier lang fahren lassen würde. Und das hier halt aus dem Weg gehen würden, hier diese Kreuze, weil die ist halt echt doof, ne? So viele Passagiere warten jetzt hier noch nicht, aber wie gesagt, das muss ich halt auch erstmal etablieren. Also wir können mal noch schauen, wie die Linien vergeben sind. Terminal 1 und Terminal 2. Ja, was ist denn jetzt hier? Achso, die drei Linien sind Terminal 2 und die vier Linien sind Terminal 1. Ja, wir haben jeweils zwei Straßenbahnen und jeweils einmal einen Bus, bzw. hier zweimal Bus. Ja, dann würde ich das vielleicht sogar so lassen. Ja, das würde ich so lassen. Können wir dann schauen, je nachdem. Ich meine, bisher hält es sich ja noch in Grenzen, ist ja überschaubar. So, auch hier warten jetzt nicht so viele Leute. Gut, man könnte jetzt natürlich noch dahergehen und wieder eine direkte Verbindung von hier nach hier machen. Beziehungsweise hätte man ja so die komplette Straße hier und eine Straße lang ziehen können, ne? Dass man halt direkt per Straßenbahn oder sowas genau dorthin kommt. ...48 Einkaufsmöglichkeiten, 18 frei. Der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Ja, das wird in der Folge nichts mehr. Ich möchte mir ja, wie gesagt, noch das Ergebnis gleich anschauen. So, hier haben wir relativ... Okay, es sind 12. Auch 12. Da kann es tatsächlich sein, dass wir mit zwei Bussen ein bisschen knapp sind. Wobei hier ist es jetzt nicht so viel, ne? Okay, wie schaut es hier aus? Auch hier haben wir jetzt nicht allzu viel, was wartet. Und bei der Straßenbahn könnte es natürlich auch mehr sein. Wir haben jetzt hier natürlich das Problem, dass die Straßenbahn, also die Station, jetzt nur einen relativ kleinen Einzugsbereich hat. Deswegen ja halt auch die Busse, die halt quasi die Straßenbahn mit Passagieren versorgen. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass das soweit ausreicht. Also wenn der Bus hier nur 6 Leute übrig lässt, dann ist das eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
Ja, damit ist er voll. Doch ich denke, das passt zumindest vorerst ganz gut, würde ich mal sagen. Okay, da sind zwar nur 8 Leute drin, aber ist ja nicht schlecht, ne? Und somit ist auf jeden Fall die nächste Straßenbahn voll, ne? Sie können relativ schnell fahren. Bis halt bei den Kreuzungen die Ampeln, da müssen sie halt auch warten. So, wenn wir jetzt mal schauen, also hier haben wir den Stau auf jeden Fall verringert. Hier würde ich sagen, noch nicht wirklich. Aber hier habe ich auch das Problem. Ach, hey, okay. Gut. Dann würde es vielleicht Sinn machen, das auch noch die Straßenbahn bis hierher zu erweitern. Und das halt allgemein auch nochmal anzuschließen im Laufen hier. Denn den Stau kriegen wir natürlich nicht weg, ne? Wenn wir Saal auf Solheim anschließen. So, wie sieht es denn in Saal auf Solheim aus? Wir haben immerhin plus 260%. Das ist jetzt nicht so viel. Aber schaut, innerstädtischer Verkehr immerhin 35%. Ne? Das ist ja quasi super. So, hier, ja, es verteilt sich, ne? Verteilt sich gut, schön. Hier wurden relativ viele Leute. Da nicht so. Moment. Jetzt kriege ich immer die Stadt rein. Ne, das ist nur ein kleines Männchen, okay. So, wie sieht es hier aus? Wir haben plus 290%. Stadt wird also noch ein bisschen wachsen, was sehr gut ist. Und innerhalb von Lasting haben wir immerhin 26%. Das ist jetzt nicht so viel, aber ich denke, es ist in Ordnung. Steigt da sogar noch ein bisschen. Und das ist halt der Verkehr nach Salzburg, ne? Ja. Ja, ich denke, ich würde mal das als Erfolg verbuchen. Wir können vielleicht noch ganz kurz schauen, was die Freilassinger Linien an Geld verdienen. Ob sie denn Geld verdienen, ne? Busse. So, Freilassing 1 und 2. Ja, macht miese. So, relativ lange unterwegs. Müssen wir aber schauen, vielleicht kriegen wir es ja noch. Naja, werden wir nicht hinkriegen. So, dann haben wir ja Saal durch Solheim. Ja, auch das ist sehr unterschiedlich, ne? Wie Verlust in die Wind ist. Also, die Wind ist ja auch keiner. Und dann haben wir die Straßenbahn in Freilassing. Auch die macht natürlich miese. Allerdings, Freilassing, Saal durch Solheim, die macht plus. Immerhin, sage ich mal, ne? Auch wenn hier relativ viele Leute drin sitzen, ne? Macht die trotzdem minus. Aber das wird sich wahrscheinlich noch bessern, denke ich mal. Aber ich bin halt der Meinung, dass man hier halt einfach ein bisschen Verlust einkalkulieren muss. Zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad, ne? Okay, dann werde ich die Folge an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge wiedersehen. Morgen gibt es natürlich erstmal wieder eine Folge Gothic, dann am Wochenende Works and Resources of the Public und nächste Woche geht es dann hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.